Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Jahr 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Denaili, das ist dein Jahreshoroskop und ich möchte als erstes erklären, dass dieses Bild ist dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. All das habe ich im Teil 1 erklärt. Dieses Bild bleibt erhalten. Daran ändert sich gar nichts. Was sich verändert, das ist dein Leben, deine Lebensschritte. Du bewegst dich in diesem Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hat. Und natürlich kommen die Einflüsse von Sonne, Mond und Planeten, weil sie bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen, Wandersternen. Und das aktiviert die Horoskope. Die schnellen Planeten wie Merkur und Venus löst keine große schicksalhafte Ereignisse, aber beeinflusst unseren Alltag genauso wie die Mondbewegung. Die langsameren Planeten wie Mars, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, da kommen die größeren Veränderungen. Ich werde bei diesem Jahreshoroskop die Mondbewegung nicht erwähnen, weil dazu haben wir gar keine Zeit, dann würde diese Aufnahme ewig lang. Das kannst du in Tageshoroskopen dann anschauen. Da vermittle ich das auch, wo Mond bewegt. Aber was ich auf jeden Fall sagen werde, wann ist Neumond, wann ist Vollmond, wann ist Halbmond. Eine Neumondposition bedeutet, wir sollen zurückziehen, etwas verinnerlichen, wir brauchen die Ruhe, nach innen schauen, damit wir eine Klarheit bekommen, immer in diesem Lebensbereich, wo dieser Neumond befindet. Ein Vollmond bedeutet, den Weg wird beleuchtet. So beschreiben die indischen Astrologen, die begrüßen den Vollmond als Glück, Klarheit, Orientierung. Halbmond ist immer Spannung. Sonne, Mond steht in Spannung. Das ist Unsicherheit, Nervosität, Unruhe. Und das erleben wir immer in diesem Lebensbereich, wo sich dieser Halbmond befindet. Vielleicht nicht wir selbst haben diese Unsicherheit, aber wir spüren in Umgebung die Unruhe und Hektik und Nervosität. Und ich starte Januar 2019. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, sorgt für ungewöhnliche, außergewöhnliche Ereignisse und Überraschungen. Uranus befindet sich in den Tierkreiszeichen Widder. Und das erlebst hier im beruflichen Umfeld. Uranus bleibt ganzes Jahr hier. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn, Pluto und Merkur ebenfalls im Schütze. Sonne, Merkur, Saturn und Pluto. Alles ist im Schütze. Und diese Energie löst etwas aus in deinen beruflichen Situationen. Saturn sorgt für schicksalhafte Veränderungen. Saturn belehrt uns auch. Dann Pluto bedeutet etwas loslassen, kündigen, etwas verändern. All das, was im Weg steht, davon verabschieden, aufräumen.
und im Inneren Kraft bleiben. Und Sonne gibt die Lebensenergie und Merkur sind die Handlungen. Das kann auch ein Arbeitsvertrag, also berufliche Veränderungen sind möglich und ein neuer Arbeitsvertrag oder Vorstellungsgespräch. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Du verschönerst etwas in wohnlichen Situationen. Kann auch bedeuten bei Venus Energie, weil das beeinflusst deine Kreativität und unterstützt Selbstständigkeit, dass du hier gründest etwas, deine Selbstständigkeit. Neptun befindet sich in Wassermann. Das ist eine Transformation, deine Vision leben, deine Träume zum Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Glück mit Kindern. Jupiter vermehrt auch etwas. Das kann ein Enkelkind bedeuten, zum Beispiel. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier hast du die Energie im Reisen, dass du auf eine Reise gehst oder du begegnest du mit einer männlichen Person auf einer Reise oder diese männliche Person kommt von Ausland. Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, in dein Aszendent und aktiviert karmische Themen. Ketu, was die alten Karma symbolisiert, befindet sich im Steinbock, aktiviert hier in Partnerschaft auch karmische Themen. Das kann auch eine Begegnung sein mit deinem Seelenpartner. 7. Januar wird Uranus direktläufig. Hier in beruflichen Situation. Uranus wirkt hier im Widder, beeinflusst deine berufliche Situation, kommen Umbrüche, Veränderungen und du bist auf die Suche nach deiner Berufung, aber auch das Verlangen nach Respekt und Anerkennung. Bis 6. Januar ist Uranus rückläufig, das sind auch Erinnerungen, aber bedeutet auch wie eine Art Bremse, geht nichts voran. Und ab 7. Januar dreht sich die Richtung und geht alles voran, besonders bei Widderenergie natürlich dann rasch voran. Und das erlebst du in Berufung. 6. Januar ist Neumond im Schütze. 14. Januar ist Halbmond in Fischen. 21. Januar ist Vollmond im Zwillingen. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau, Februar. Uranus bleibt ganze Jahr im Widder. Rahu, Ketu, die beiden Mondknoten bleiben noch bis März im Krebs und im Steinbock. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn und Pluto bleibt im Schütze. Sonne, Merkur und Venus ändert sich die Position. Das heißt, Venus übergeht im Schütze. Das ist angenehm im Arbeitsplatz. Kann auch bedeuten, dass du deine Kreativität lebst, bedeutet auch, dass du mit einer weiblichen Person mehr kontaktierst im Arbeitsplatz. Sonne und Merkur befinden sich im Steinbock, Gesprächen,
Kontakte und das beeinflusst deine Partnerschaft und die Lebensenergie fließt auf dem 7. Lebensbereich, also Partnerschaft. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Uranus bleibt. Mars ist in Tierkreiszeichen Widder. Mars ändert sich die Position. Das heißt, deine Kraft setzt du dich ein im Beruflichen oder du kämpfst um das Anerkennung und Ansehen. Bedeuten kann auch, dass du hier mit einer männlichen Person kontaktierst. Jupiter bleibt in Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Venus ist im Steinbock. Das ist die Liebesenergie, gerade in dem Bereich Liebe, Partnerschaft. Und Sonne ist im Wassermann, Merkur ist in Fischen. Sonne ist im Wassermann, Merkur bewegt sich schnell, relativ schnell. Also übergeht dann hier und erreicht den Fischen. Und das bedeutet, die Lebensenergie fließt an die Transformation. Wichtig ist auch hier ämtliche Sachen klären. Und Merkur im 9. Lebensbereich heißt Gespräche, Kontakte im Ausland oder Fremdsprache oder etwas Neues lernen. Das hat auch mit Lernen auch etwas zu tun. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder alte Themen kommen wieder zum Gespräch oder jemand meldet sich wieder von Vergangenheit, bekommst du eine Nachricht. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass wenn es um Terminen geht oder Verträge, dass es etwas zögert, etwas wird hier gebremst. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Uranus bleibt, Mars übergeht im Stier. Aktiviert bei dir die 11. Lebensbereich, wo Freundschaften oder ein Verein, das kann auch ein Sportverein sein, oder mit eine Begegnung mit einem männlichen Personen im Freundeskreis, kann auch bedeuten, du musst dich durchsetzen bei deinen Freunden. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Das sind die karmischen Themen. Rahu ist der neue Weg, das, was wir lernen, weil unserem Karma braucht es, hier etwas zu lernen. Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, wo auch karmische Themen gibt. Und hier aktiviert diese Geheimnisse, diese karmischen Themen, kann natürlich mit deinen Gefühlen dann auch was zu tun oder mit Mutterthemen. Hier wird Rahu sein ganzes Jahr dann, ab April bis ganzes Jahr bleibt Rahu hier im Zwillingen. Ketu ist die alten Karma, die alten karmischen Erinnerungen und Begegnungen. Ketu befindet sich dann in Schütze, aktiviert bei dir die berufliche Situation. Kann auch bedeuten, dass du Talente hast von früheren Leben und
das wirst du in deiner beruflichen Situation dann umsetzen. Rahu Ketu bleibt ganzes Jahr im Zwillingen und im Schützen. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Das sind deine Chancen, deine Möglichkeiten im beruflichen Weg. Bringt Jupiter auch Glück oder vergrößert etwas? Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Wassermann und Venus ist auch im Wassermann. Merkur ist im Wassermann und Venus ist auch im Wassermann. Das ist eine Art Transformation. Aber mit Merkur-Energie sind auch Termine, Gespräche, schriftliche Sachen mit Ämtern. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Die Lebensenergie, auch Heilenergie, fließt im Fischen, hat einen Einfluss auf Reisen, das kann auch eine innere Reise sein. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond in Zwillingen, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai, Uranus bleibt im Widder und Sonne übergeht auch im Widder. Die Lebensenergie fließt in die Richtung, wo du Anerkennung brauchst. Und wichtig ist dieser Ansehen, dieser Status und dein beruflichen Erfolg. Mars bleibt hier im Stier. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion, aktiviert den 5. Lebensbereich. Saturn und Pluto bleibt im Schütze, Venus und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das kann Liebe sein im Ausland, kann auch bedeuten, dass Kontakt, Gespräch mit einer weiblichen Person und das entweder in einer Schulung oder auf eine Reise. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Uranus ist im Widder, Sonne verlässt die Widder und übergeht im Stier. Die Lebensenergie fließt jetzt im 11. Lebensbereich. Venus ist im Widder. Entweder ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft, das ist wieder Energie, oder du lebst deine Kreativität, kommst in Öffentlichkeit, bist du als Frau wahrgenommen, hier im Spitze des Horoskops, das kann man nicht übersehen. Sonne und Merkur ist im Stier, Merkur auch hier. Das sind Gespräche im Freundeskreis oder kann auch bedeuten, dass du dich anmeldest und unterschreibst einen Vertrag in einer Gruppe oder einen Verein, kann auch bedeuten. Oder kommen im Freundeskreis diese
Gesprächen. Und Mars ist in Tierkreis, Zeichen Zwillinge. Das ist ein gewisser Rückzug von deinerseits, damit du wieder in Kraft bleibst. In die Liebe, Partnerschaft würde das bedeuten, das sind Geheimnisse oder Geheimnisvolle, was Karmisches natürlich auch. Jupiter bleibt in Skorpion und hier kommt etwas Besonderes am Juni. Ein rückläufiger Saturn, was auch mit Karma etwas zu tun. Diese Rückläufigkeit zeigt das an. Pluto ist auch rückläufig, all karmischen Themen und dazu noch Ketu. Dieser Mondknoten, diese karmischen Knoten werden im Juni eine Konjunktion bilden. Das heißt, sie treffen sich. Die wirken gemeinsam und aktivieren bei dir karmischen Themen im sechsten Lebensbereich. Neptun bleibt in Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli, Uranus bleibt. Venus verlässt die Widder. Sonne ist in Zwillingen. Die Lebensenergie fließt in diesem Bereich. Das kann auch bedeuten, du brauchst einen gewissen Rückzug, etwas zum Klären oder brauchst diese Energie für dich selbst zum Auftanken. Venus ist auch in Zwillingen. Das kann auch karmischen Themen sein, bedeutet auch ein gewisses Geheimnis bezüglich auf Liebe, Partnerschaft, dass du deine Geheimnisse nicht erzählen sollst. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt ihren Geheimnisse. Aber hier ist wichtig ein gewisser Rückzug. Mars und Merkur ist im Krebs. Und das bedeutet, du setzt deine Kraft ein. Und bei Merkur-Energie handelt es sich um Gesprächen. Natürlich, das kann etwas auslösen, dass viel in Bewegung kommt, dass viele die Gespräch zu dir suchen und das ist alles zu viel. Und damit du in Kraft bleibst, in dieser Lebensenergie, brauchst ein gewisser Rückzug. Jupiter bleibt in Skorpion, Saturn, Ketu, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt in Wassermann. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis im Schütze. Hier aktiviert die sechsten Lebensbereich. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August, Uranus bleibt im Widder, Merkur ist in Zwillingen. Diese Rückläufigkeit von Merkur heißt, kehrt wieder zurück zum Zwillingen. Und hier bedeutet Geheimnisse. Kann auch bedeuten, du sollst schweigen. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Aktiviert hier die Lebensenergie und auch die Liebesenergie, Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten und dein Selbst. Ist sehr wichtig, das in Ausdruck zu bringen. Jupiter, Ketu, Saturn, Pluto, Neptun, die bleiben.
12. August wird Jupiter direktläufig und 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Löwe und 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus, von diesem königlichen Stern, bestrahlt. September. Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt, Schütze und Zwillinge, Löwe, da kommen die Energie, Sonne ist im Löwe, Mars ist im Löwe, Venus ist im Löwe und Merkur ist auch im Löwe. Aktiviert die zweiten Lebensbereich, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Alle anderen bleibt. 19. September wird Saturn direktläufig. Das heißt, Saturn beeinflusst die Schicksal. Bei Saturn-Energie kommen schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen im Leben. Und wenn 19. September die Richtung ändern, da ändert sich etwas in dein Schicksal und du erlebst hier in diesem Lebensbereich, was zum sechsten Lebensbereich gehört. Arbeit, Pflichten, Beruf, Berufung und Gesundheit. Also geht alles voran. 6. September ist Halbmond im Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder, Rahu Ketu bleibt, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sonne, Mars, Venus, Jungfrau aktiviert den dritten Lebensbereich. Und Merkur ist im Waage. Hat mit deiner Wohnsituation etwas zu tun, kann auch bedeuten, dass du zurückziehst, genießt dein Zuhause und liest ein wunderbares Buch. Alles andere bleibt. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November, Uranus bleibt im Widder, immer noch rückläufig, Rahu Ketu bleibt auch, Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau, Mars bleibt. Sonne ist im Waage, die Lebensenergie hier in Wohnsituation kann auch bedeuten, dass du brauchst einen gewissen Rückzug, damit in dieser Energie auch bleibst oder klärt sich etwas auf in deiner Wohnsituation. Merkur ist rückläufig in Skorpion. Jupiter und Venus ist auch in Skorpion. Das hat mit Kindern etwas zu tun, mit deiner schöpferischen Kraft etwas zu tun. Also da fließt auch Energie, Gesprächen, deine Kraft, deine Chancen, Möglichkeiten, das Glück. Auch Jupiter, Venus bringt auch Glück. Das hat mit Kindern etwas zu tun. Alles andere bleibt. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November dreht sich das, Merkur wird direktläufig.
28. November wird Neptun direktläufig. Hier ändert sich die Richtung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Uranus bleibt, Neptun bleibt, Rahu Ketu bleibt, Jupiter übergeht im Schütze. Jupiter ändert sich die Position, aktiviert dein Gesundheitszustand, auch die Arbeit, bringt auch Glück, Optimismus. Und Sonne ist im Skorpion. Die Lebensenergie fließt in die Richtung 5. Lebensbereich Kinder, die schöpferische Kraft. Und Mars und Merkur ist in Tierkreiszeichen Waage. Mars, Merkur im Waage hat mit deiner Wohnsituation etwas zu tun, Gesprächen, Kontakte. Mars kann eine männliche Person sein, kann auch bedeuten, du musst dich da durchsetzen und brauchst dir die Kraft. Natürlich ist das auch möglich, du fühlst dich müde, erschöpft und ziehst du dich zurück in deine vier Wänden und in dieser Ruhe liegt auch die Kraft und du brauchst diese Ruhe. Und mit Merkur, du lernst etwas oder hast du ein tolles Buch, also das kann auch dieser Rückzug sein. Aber es ist auch möglich, einen Vertrag unterschreiben, was die Wohnsituation betrifft und eine männliche Person hat da einen Einfluss. Und Venus befindet sich im Schütze. Jupiter auch. Die beiden bringen auch Glück. Jupiter ist der große Glücksplanet, Venus ist das kleine Glücksplanet. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Denaili, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.